Wir sind bei Burger King oder vielleicht bei der Krossen Krabbe. Ja, hier soll es einen Burger geben aus der SpongeBob-Welt und den probieren wir aus. Willkommen bei der Foodshow, ihr Leichtmadrosen. Ja, wir sind bei SpongeBob in der Krossen Krabbe. Nein, wir sind bei Burger King. Ja, und hier gibt es einen offiziellen SpongeBob Bikini Button Burger im extra Bikini Button Design sogar. Das Papier finde ich cool, dass man das so umgesetzt hat. Ja, und hier gibt es einen Burger und es ist nicht der Krosse Krabbe Burger. Leider, es ist nicht der Krosse Krabbe Burger. Ihr bekommt einen 100%igen Plant-Based Burger mit Ananassoße. Ich weiß jetzt nicht, warum man Ananassoße mit SpongeBob so extrem verbindet. Ich finde ja, natürlich, SpongeBob wohnt in einer Ananas. Wer lebt in einer Ananas? Ganz tief im Meer, wissen wir ja den Satz. Ja, aber warum muss das auf dem Burger? Warum hat man hier keinen Krosse Krabbe Burger gemacht? Also den klassischen Krosse Krabbe Burger, den hier, den hätte man doch umsetzen können, ganz simpel. Es wäre sogar alles dafür da gewesen, denn der Krosse Krabbe Burger ist ja ein Burger, den man umsetzen könnte. Ich habe mir mal diese Rezeptur rausgesucht. Rezeptur klingt immer so. Ich habe mir die Rezeptur rausgesucht, der Krossen Krabbe. Nein, habe ich natürlich nicht. Ich habe einfach mal geguckt, was soll denn in diesem Burger eigentlich drin sein. Und es wäre nochmal ein luftiges Sesambrötchen. Tada! Mit Gurken, Salat, Tomate, Zwiebeln, Ketchup, der Geheimzutat Senf. Das ist wohl die Geheimzutat bei der Krossen Krabbe. Hätte man alles da gehabt und ein Patty aus Garnelen. Ja, okay, Garnele, relativ schwierig. Hätte man ja irgendwie machen können. Irgendein Patty, von mir aus auch das Gemüsepatty mit ein bisschen Garnele drin. Damit man dieses Thema Krosse Krabbe voll erwischt, das wäre doch mega geil gewesen. So ist es aber leider jetzt ein Gemüsepatty geworden. Ich kann euch einmal kurz einblenden, was auf der Website steht. Da steht, ja, es geht um die geheime Rezept für mehr Spaß für die ganze Familie in Plant-Based. Bekommt das Krosse Krabbe oder Bikini Button Menü mit Pommes und ein Float King dazu. Finde ich jetzt auch nicht so ganz optimal. Der Float King ist ja schon eine Zuckerbombe und so geil schmeckt er auch nicht. Du kannst ihn aber auch einzeln kaufen. Einzeln 2,99 Euro, der kleine Burger. Ganz wichtig. Und ihr bekommt hier, wie ihr im Text auch seht, einen Burger mit Gemüsepatty aus Schwarzwurzeln und Jackfruit, frittierten Zwiebeln und vielen mehr. Und fruchtiger Ananassoße, dazu knackigen Salat, Gürkchen, Ketchup und fluffigen Hamburger Bun. Was ist das Weitere? Da habe ich mich schon schlau gemacht drüber. Jetzt kann ich euch sogar sagen, was da noch drin ist. Denn in diesem Burger ist, Moment, wo ist es hin? Ich habe es doch gerade gehabt, das Foto, da. Ich habe mir doch alles vorher rausgesucht. In diesem Burger ist genau drin, in diesem Patty, Schwarzwurzel, Weizen, Jackfruit, Blumenkohl, Erbsen und Hanfsamen sind da noch drin. Das ist also dieser Burger. Das ist der Bikini Button Burger, den wir jetzt ausprobieren. 2,99 €. Müsst ihr sagen, ist das ein cooler Preis? Passt das für diesen Burger? Hätte man das so machen sollen? Also so sieht er nochmal aus. Hätte man daraus vielleicht doch wirklich einen Krosse Krabbe Burger machen sollen? Also ich hätte mich mehr darüber gefreut, wenn es ein Garnelenburger gewesen wäre. Das hätte ich wirklich geil gefunden. Oder von mir aus, die haben doch den Fischburger, ne? Hat er nicht Burger King einen Fischburger? Macht da ein bisschen Garnele rein und schon hätte man das Thema gehabt. Aber Ananassoße und Gemüsepatty, ich beiß mal rein. Mal gucken, ob diese Kombi schmeckt. Uhuhu. Das ist sehr, sehr, sehr speziell, finde ich. Die Ananas ist so präsent und so viel sauer, muss man sagen, dass sie halt den kompletten Geschmack vom Burger wegdrückt. Du schmeckst nichts anderes außer Ananas. Es könnten sogar Ananasstückchen sein, die da mit dabei sind, die ich irgendwie mit auf den Geschmack habe. Aber nee. Also es ist lustig zum einmaligen Probieren. Okay, ich habe jetzt zwei gekauft, weil ich noch einen brauche fürs TikTok-Video. Dieses Plant-Based Patty, dieses Gemüse-Schwarzwurzel-Patty, ist relativ geschmackslos, muss ich sagen. Es hat keinen wirklichen Eigengeschmack. Du schmeckst halt wirklich nur Ananassoße die ganze Zeit. Brötchen mit Ananas. Und dazwischen ist manchmal so ein bisschen Salat, aber du schmeckst nichts von der Tomate, du schmeckst nichts von den anderen Zutaten, du schmeckst nur Ananas, Ananas, Ananas mit Brötchen. Ja, das ist Bikini Button vielleicht umgesetzt, themenspezifisch vielleicht ganz gut, aber es ist kein Burger, den ich kaufen würde. Also nochmal kaufen würde. Das ist zum einmaligen Probieren ganz lustig. Ja, ich habe ihn probiert, wir haben ihn getestet, aber das war es dann auch mit dem Burger. Also den kann ich null empfehlen, muss ich leider sagen. Also für mich persönlich.
Also wer... Ich verstehe den Mehrwert bei diesem Burger nicht, außer dass es halt spaßig ist. Aber dazu Pommes und dann noch diesen Float King dazu. Nee, dann würde ich mir lieber was anderes kaufen. Den würde ich mir vielleicht einfach so dazu holen. So mit Freunden, keine Ahnung. Und dann darf jeder mal reinbeißen, so nach dem Prinzip. Oder man schneidet den irgendwie durch. Und dann darf jeder reinbeißen, so wie er es machen wollte. Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber ich hätte jetzt nicht mal Lust, den aufzuessen. Es ist einfach zu viel Ananas und es fehlt einfach herzhaft. Es ist nichts da an herzhaft. Es ist einfach nur süß, süß, süß mit Brötchen und ein bisschen Salat. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil gerade diese Veggie-Patties mit Blumenkohl und Schwarzwurzel, die es so gibt, macht ja auch Froster sehr, sehr aktiv. Das kann richtig gut schmecken. Das kann einen richtig tollen Geschmack haben. Aber hier hat man halt die Ananas ein bisschen versaut. Also hier hätte man wirklich vielleicht wirklich den Große Krabbe Burger umsetzen sollen. Von mir aus da mit einem Müh Ananas drauf, einfach so als Gag. Oder... ein Ananas McFlurry von mir. Ah, oh, McFlurry ist ja hier gar nicht. Die heißen hier anders, ne? Ich vergesse immer, wie die heißen. King, irgendwas heißen die hier. Irgendwas. Jedenfalls den hier Eis mit Ananassoße oder so. Das hätte ich vielleicht dann so als Dessert dazu verstanden. Aber so, punktemäßig, kriegt der Bikini Button Burger maximal von mir. Weil es lustig trotzdem ist, 2 von 5. Ich würde ihn aber, wie gesagt, persönlich nicht empfehlen. Ja, das war er, der Bikini-Button-Burger. Wie gesagt, ich hätte mir mehr erwartet. Was hättet ihr erwartet? Hättet ihr einen Große-Kramme-Burger erwartet? Hättet ihr es irgendwie gewünscht? Mit dem Fisch-King heißt der hier, glaube ich. Den habe ich, glaube ich, nie probiert. Aber wenn sie da ein bisschen Garnele reingearbeitet hätten, dann hätte man ja so eine Art Fisch-Burger gehabt. Das hätte, glaube ich, das Thema gut getroffen. Und dann ohne die Ananassoße. Und ja, das war's leider. Mehr kann ich euch dazu nicht sagen. Ich gehe jetzt aber nochmal rein, denn hier gibt es noch was Neues und das muss ich auch noch testen. Vielleicht habt ihr das schon gesehen oder es kommt nach dem Video. Mal gucken, wie ich es freischalte und das wird dann mal ein Haufen Arbeit, denn es ist neue Lover-Time.